So, nun ist es Zeit, um erste Inhalte zu produzieren. Du siehst, wir haben im Moment immer noch die erste standardmäßig eingerichtete Notiz. Was mich ein bisschen stört hier, sind diese Anleitungen. Die kannst du dir auch ausblenden, damit du wieder mehr Platz hast. Wir erstellen eine neue Notiz. Im Moment ist die Inbox ausgewählt, wie du hier siehst. Deshalb wird eine neue Notiz standardmäßig auch gerade in diesem Notizbuch erstellt. Natürlich können wir das jederzeit aber ändern. Eine Notiz braucht einen Titel, sonst gibt Evernote selber einen Titel, der dann aber meist nicht sehr aussagekräftig ist. Und sobald du in den Inhalt klickst, so erscheint dieses altbekannte Menü, das dir wahrscheinlich von Word oder so bekannt vorkommt, mit Schrift, Art, Farbe, Schnitt, den verschiedenen Listentypen. Interessant finde ich auch diese Checkboxen für Einkaufslisten, die man dann zum Beispiel auch auf einem mobilen Gerät ganz praktisch abhaken kann. Weiter hat es eine Linie, um den Inhalt etwas zu strukturieren. Es gibt die verschiedenen Textausrichtungsmöglichkeiten und die Tabellenfunktion. Selbstverständlich kannst du auch Dateien verwenden, zum Beispiel ein Bild, einfach reinziehen und schon ist es drin. Das Tolle daran ist, Evernote erkennt auch Texte in Bildern. Wenn du also beispielsweise ein Rezept fotografierst, so werden die einzelnen Inhalte eben auch erkannt bei der Suche. Aber dazu später mehr. Aber natürlich nicht nur Bilder, sondern auch PDFs, Word-Dateien, was auch immer. Ebenso kannst du direkt auf die Kamera zugreifen. Das wäre dann in diesem Fall die Webcam oder du kannst eine Audioaufnahme integrieren, was ich hier mitmache. Du siehst, die Aufnahme wird gleich gestartet, wenn ich auf diesen Button klicke, wenn ich erneut auf Speichern klicke, dann ist sie integriert. Ja, das ist beispielsweise praktisch für den Sprachunterricht in der Sekundarschule. Weiter gehe ich hier jetzt nicht in die Details. Ich denke, das ist mehr oder weniger selbsterklärend. Interessant einzig vielleicht noch, falls jetzt diese Notiz irrtümlicherweise im falschen Notizbuch erstellt wurde, so kannst du diese Zuordnung nachträglich hier noch ändern oder auch indem du einfach diese Miniatur der Notiz packst und ins entsprechende Notizbuch ziehst. Genauso funktioniert bei mir diese Inbox. Hier landen prinzipiell mal alle Notizen, die ich unterwegs mache, und in einer freien Minute verschiebe ich sie dorthin, wo ich sie brauche, oder wenn sie nur temporären Charakter haben, zum Beispiel bei einer Einkaufsliste, wird sie einfach wieder gelöscht.